Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Tut mir leid, dass ich gerade noch ein bisschen am Lachen bin. Ich habe hier gerade irgendwie so mein halbes Zimmer auseinandergenommen aus Versehen und ja, war lustig. Jedenfalls erzähle ich euch heute mal etwas zu zwei Themen, die ganz wunderbar miteinander im Einklang stehen. Nicht. Und zwar habe ich in meinem Video zum Wohnheim mal ganz kurz das Thema Mülltrennung angeschnitten. Und das hat euch super interessiert anscheinend, denn es haben einige die Frage gestellt, wie denn jetzt letztendlich Mülltrennung in Japan abläuft. Ich habe nämlich irgendwie kurz erwähnt, dass das ein bisschen kompliziert ist und ja, es ist ein bisschen kompliziert. Da wollte ich euch heute mal ein bisschen was Genaueres drüber erzählen. Und danach habe ich auch noch ein anderes Thema für euch vorbereitet. Denn der liebe Bjarne vom Kanal bei Bjarne hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich ja mal etwas dazu erzählen könnte, wie das nächtliche Leben hier in Tokio so abläuft. Und damit ich über diese beiden äußerst wichtigen Themen nicht während meines Urlaubes noch drüber hinwegkomme, dachte ich mir, packe ich sie jetzt heute einfach mal in ein Video und erzähle euch ein bisschen was darüber. Ich habe übrigens meinen Schal an, weil es hier wieder ultra kalt ist. Jedenfalls ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, die gute alte Mülltrennung. Nichtsahnend bin ich hier nach Japan gekommen und wurde von einem System überrascht, von dem ich vorher überhaupt keine Ahnung hatte. Und zwar unterscheidet man hier nämlich zwischen brennbarem und nicht brennbarem Müll. Der ein oder andere fragt sich jetzt mit Sicherheit, woher weiß man denn dann so einfach aus dem Stegreif, was jetzt brennbarer Müll ist und was nicht brennbarer Müll ist? Gar nicht! Da bekam ich dann super übersichtliche Merkzettel, wie zum Beispiel dieser hier. Da wurde uns gesagt, dass wir uns das doch bitte mal eben genauer angucken sollen, damit wir wissen, wie Müll in Japan getrennt wird. Und der ist ja auch überhaupt nicht kompliziert oder so. Das hatte ich natürlich alles innerhalb eines Tages drin und wusste aus dem FF, wie man hier in Japan welchen Müll wegwirft. Jedenfalls zählt hier zu brennbarem Müll und das sieht jetzt nur so aus, als würde ich das vorlesen. In echt weiß ich das alles komplett auswendig. Moment. Moment, ich muss eben nachdenken. Als brennbarer Müll wird grundsätzlich definiert Küchenabfälle, Papier, Holz und Kleidung. Mal so ganz grob. Es gibt nämlich auch noch ganz viele regionale Unterschiede und so. Aber mal so in der Regel allgemein erstmal. Kommen wir zu nicht brennbarem Müll. In der Regel ist nicht brennbarer Müll nämlich Müll, der bei der Verbrennung ansonsten giftige Gase freisetzen würde. Es geht also nicht darum, ob Müll jetzt letztendlich brennt oder nicht, sondern ob man ihn verbrennen kann oder eben nicht, wenn das so Sinn macht oder so. Zu nicht brennbarem Müll gehören Metall, Glas, Keramik, kleine elektrische Küchengeräte, Plastik, Gummiprodukte etc. Und dann gibt es natürlich auch noch den Recyclingmüll, den gibt es ja in Deutschland auch. Dazu gehören Dosenflaschen, Plastikflaschen, Papiertüten und Zeitungen. Allerdings gibt es hier nicht wie in Deutschland so ein Pfandsystem. Das war ja immer so schön, vor allem als armer Student, wenn man dann so nach ein paar Wochen Plastikflaschen sammeln endlich zum Aldi gehen konnte und dafür Geld gekriegt hat. Aber nein, das machen die Japaner nicht. Hier wirft man Flaschen in spezielle Mülleimer. Das Ganze demonstriere ich euch nun anhand einer einfachen Plastikflasche. Man dreht den Deckel ab, öffnet das Etikett an der dafür vorgesehenen Stelle, wo der Pfeil ist, zieht es ab und wirft die Plastikflasche dann nackt in den Mülleimer. Das Wichtige dabei ist also, dass diese drei Kollegen getrennt voneinander in den Müll geworfen werden und nicht alle in den gleichen Mülleimer. Für eine Plastikflasche ist das eine Sache von 10 Sekunden. Für 30 Plastikflaschen dauert das Ganze ein bisschen länger. Deswegen ist das manchmal auch etwas nervig, wenn man dann da erstmal eine halbe Stunde im Mülleimer steht und die ganzen Etiketts abreißen muss und Deckel abdrehen muss und dann alles voneinander getrennt wegwerfen muss. Das hier war aber nur so eine ganz grobe Beschreibung von der Mülltrennung. Sagen wir, wenn man das zumindest drauf hat, dann blamiert man sich hier nicht komplett. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass ich jeden Tag so ziemlich irgendwas in den falschen Müll werfe, denn Japans Mülltrennungssystem gilt auch als das komplizierteste der ganzen Welt. Und wie gesagt, gibt es da auch noch regionale Unterschiede. Wenn ihr Zeit und Lust habt, googelt das Ganze doch einfach mal. Und ich blende euch natürlich auch noch einmal zur Information diese wunderschöne Übersicht ein, die wir gerade schon einmal hatten. Die könnt ihr euch dann vom Schlafengehen auch gerne nochmal angucken und auswendig lernen. So, und damit haben wir das nervige Thema dann für heute endlich abgehakt. Und kommen nun zu der sehr interessanten Fragestellung, was ich hier am Wochenende immer so anstelle.
Als erstes bin ich natürlich Exchange Student, sehr blöd auszusprechen. Und für Exchange Students werden natürlich auch immer noch mal extra Partys organisiert, einfach weil wir auch ein bisschen bespaßt werden müssen und so. Dann bin ich aber auch noch in mehreren Kommunikationszirkeln von der Uni und auch diese organisieren öfter mal ein Treffen, wo man dann mit allen möglichen Leuten trinken geht und sich einfach ein bisschen näher kennenlernt. Es ist ja kein großes Geheimnis, dass die meisten Japaner nach 2-3 Bier mit dem Kopf auf dem Tisch liegen und schlafen oder zumindest schon ein ganz rotes Gesicht haben. Das liegt einfach daran, dass die meisten Japaner ein bestimmtes Enzym nicht haben, was zum Alkoholabbau dient. Was da genau los ist, weiß ich natürlich nicht. Ich bin kein Biologe, aber so ungefähr stimmt das. Schade, aber genau dieses fehlende Enzym ermöglicht Barinhaber natürlich ein Konzept, was in Deutschland sowas von in die Hose gehen würde. Nämlich All You Can Drink oder auch für Japanisch Nomi Hodai. Ich bin mir nicht sicher, ob die sogenannten Flatrate-Partys mittlerweile in ganz Deutschland oder nur in manchen Bundesländern verboten sind. Falls ihr dazu was Genaueres wisst, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ganz unabhängig davon, ob es verboten ist oder nicht, würde dieses Konzept ja auch einige Verluste einbringen. Denn deutsche Menschen können natürlich in der Regel viel mehr trinken als Japaner. Zumindest könnte man das Ganze in Deutschland nur für einen sehr hohen Preis anbieten. Hier in Japan findet man allerdings auch Bars, in denen man so 2 Stunden All You Can Drink für umgerechnet ca. 10 bis 15 Euro machen kann. Das Ganze geht natürlich auch teurer. Ich würde mal sagen, im Raum Tokio liegt der Preis für ungefähr 2 Stunden All You Can Drink so bei ca. 20 Euro. Was natürlich aber auch nicht gerade viel ist, wenn man bedenkt, dass man wirklich 2 Stunden lang trinken kann, was man will. Sehr viele solcher Bars gibt es zum Beispiel im Kabukicho. Falls ihr nicht wisst, was das ist, jedenfalls muss man auch bei besonders günstigen Bars immer aufpassen, denn dort könnte es schnell passieren, dass einem am Ende eine fette Servicegebühr berechnet wird oder man eine bestimmte Menge an Essen auch noch mitbestellen muss. Ja, also das macht man hier in Tokio halt am Wochenende so. Wobei ich natürlich lieber in meinem Zimmer sitze und ein schönes Buch lese. Außerdem gibt es natürlich auch einige Clubs hier in Tokio. Allerdings sind die meisten sehr, sehr teuer. Günstige muss man erstmal finden oder halt Japaner fragen. Ich kenne auf jeden Fall günstige Clubs hier in Tokio. Allerdings die ganz offensichtlichen, in Anführungsstrichen, so größere Clubs zum Beispiel oder halt in der Nähe vom Bahnhof oder so, sind sehr, sehr teuer. Da kommt man selten unter 20 bis 30 Euro Eintritt weg. Also Clubs kann man sich hier eher selten leisten. Ich zumindest. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir hier nichts anderes machen als saufen. Nur es wurde ja speziell nach dem Tokioter Nachtleben gefragt. Deswegen habe ich euch jetzt heute einfach mal erklärt, was man hier so machen kann, wenn man trinken gehen will. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch mal wieder ein Stück der japanischen Kultur näher bringen konnte. Schreibt mir gerne eure Meinung zur Mülltrennung und natürlich auch zum Tokioter Nachtleben in die Kommentare. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich gerade wahrscheinlich im Flieger nach Osaka. Ich werde euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und ich versuche so schnell wie möglich den ersten Vlog aus meinem Urlaub hochzuladen. Wir hören auf jeden Fall voneinander. Folgt mir sonst auch gerne auf Instagram und Twitter. Dort poste ich auch gerne mal irgendwas. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, bis dann!